Herzlich willkommen zur heutigen Folge Katrin von Thüringen. Wir werden mal hier anfangen mit diesem Fräsen. Damit wir hier allgemein besser fahren können. Dann werden wir noch ein paar Bäume fällen. Das Lager fällt immer noch rund. 100 und dann haben wir noch rund 2000 Euro. Hier hinten nicht, vorne. Ja, das Bild hat noch und ein bisschen, ne? Ich glaube, das Traktoren ist ein bisschen laut. Ganz kurz. Maschinen. Das war laut. Kurz speichern, vielleicht nicht da angelegen, keine Ahnung. Ja, besser. Ja, wir haben hier ein paar Stunden zu machen, ne? Schnell gefahren. Wir machen lieber gleich ein paar fertig, nehmen wir so viele. Und das wäre ja echt zu langweilig, hier drei Folgen Stumpenfräsen und so. Na, wir machen ein bisschen verteilt. Den Rest haben wir gleich aufgenommen gehabt, das ist gut so. Ja, wir müssen weg. Je früher man die wegmacht, umso besser ist es, umso weniger haben wir. Upsi-wupsi, was ist das? Man kann mit der Fräse die ganze Wälder wegforsten. So viel kann man gar nicht im Volk fällen. Aber wir wollen ja das Holz haben und die Hacke so. Wir geben Holz ein bisschen mehr. Und Hacke kann man auch jetzt neuerdings auch mit Dings machen. Mit. Ja. Explosiv hier, Dings hier, anpflanzen. Pappeln. Pappeln zu einer 1-Version vergessen worden. Ratzi Fatzi! Bin tief, ne? Beziehungsweise ist nicht ganz da, wo er fräsen würde, ne? Gut, haben wir mal weg. Gepflanzt haben wir noch keine Bäume. Macht aber nichts. Weil das lohnt sich noch nicht. Da pflanzen wir einen Schlag mal 200 Bäume oder so oder mehr. Keine Ahnung. Weiß noch nicht. Ja, Menge geht nach wie vor nicht. Aber gut, ich denke mal, das war eingestellt auf 12 Meter jetzt. Wenn es der Mod-Hexler ist, oder der Mod-Zahler ist. Ding, ja. Die Metermaß hat nicht so funktioniert wie sollte. Haben wir wieder entfernt. Mods hier nicht gehen oder nicht funktionieren oder nicht erwarten erfüllen, kann man gleich entfernen und lange warten. Am Ende sind nur Ballast.
wo ich auch im, wenn es noch von vorne losgeht, auf achten, wenn neue Mods kommen, nicht so viel auf einmal aufnehmen, sondern nur ein, zwei. Und man merkt in der Logdatei den Fehler, ich kann diese entfernen. Sonst hat man eine komplette Lücke verloren. Nicht jeder Mod ist gut und nicht jeder verteilt sich den anderen. Das ist ein Problem dabei. Leider ist es so. Ja, den Wald habe ich schon einmal weggefällt. Jetzt haben wir eine Karte. Gut, da waren etliche Bäume, die schon gepflanzt waren. War ein bisschen ärgerlich, weil die, selbst gepflanzten Bäume werden immer halt alle groß. Ne? Und hier hast du auch ein paar kleine, weil obwohl die kleinen die eigentlich hier die Grenzen halten. Eigentlich fast alle groß. Geht eigentlich. Alles für Streichhölzer oder irgendwo ähnliches, ne? Oder Bretter. Was man theoretisch machen sollte, dass man am Rudas bauen, dann muss man entsprechend die Baumaterial erst kaufen, ne? Wäre ja auch was, ne? Weiß ich. Naja, gut, Stahlwerk gibt's ja hier nicht, wäre ja auch unsinnig. Aber es ist theoretisch ein Baumarkt oder ein Händler, wo man sagen kann, kaufe ich jetzt Material fürs das Lager zum Beispiel. Das kaufe ich dann ein. Fällt alles hin, mit Abladen von den entsprechenden Bauvertrag. Dann kommt man der Sache ein bisschen näher an der Realität. Oder hier noch ein Bretter drauf, dann kann ich zum Sägewerk fahren. Meistens auch Bäume liefern. Man nicht halt platziert, sondern halt letztendlich einen Bauplatz ausweist. Und wenn die Baufirma dann entsprechend das entsprechend ausführt. Und die Materialien dann mal selber kaufen muss und dann entsprechend vom Händler oder entsprechend ein Sägewerk holt. Das wäre mal was Neues. Aber ich denke mal für den LS21 ist mal zu spät. Die Vorträge, die man jetzt macht, wären zu spät. Weil die werden jetzt schon voll dabei sein. Da wird man nicht viel mehr Änderungen machen können. Ich glaube, man sollte ein bisschen mehr Landschaft platzieren. Macht ja auch Sinn, ne? Ja. Aber die halten sich immer hinter das Berg mit ihren, was sie vorhaben. Das ist immer so interessant. Das ist eine Spannung pur. Aber ich denke mal so im Frühjahr. Die nächsten Games kommen. Ja, wo die ersten kleinen Infos rausgelassen. Aber das ist noch lange hin, ne? Und wenn man enttäuscht ist, muss man sich auch fragen, kaufe ich das oder nicht?
Oder mache ich das alte weiter? Das ist ja im Prinzip voll ausgereift, ne? Ja, Sonntag, Leute. Jetzt müssen wir hier kurz Pause machen, Kaffee machen. Aber noch ein bisschen haben wir noch. Ja, der Wald ist ein bisschen kleiner, ne? Oh. Ja, so ein Baum wächst lange normalerweise. Ich bin müde, ich gar nicht. Schön, ich hab noch Spätschicht. Ich kann morgen früh ausschlafen. Und nicht so zu früh schicken und halb vier aufstehen. Oh. Aber das kommt noch nicht zu mir her, später. Kollege aufhört zu arbeiten. Keine Option, aber ein zweiter Mann vorgegeben ist in meinem Kasten. Schauen wir mal. Und da ist ein Tannenbaum. Ja, wir brauchen ein bisschen Geld noch. Wir haben pro Fuhre 50.000 bekommen. Müssen wir 4 Fuhre verkaufen. Dann haben wir es ungefähr hin. Und ein paar Euros kann man auch Darlehen aufnehmen als Darlehen. Das geht ja auch. Aber möchte man nicht so viel machen, ne? Irgendwann ausgereizt. Vielleicht kann man wieder ein Feld kaufen, das ist vielleicht besser. Kaufen. Was könnten wir uns dann leisten? Was wäre dann unsere Ecke, kann man sagen. 40 wird ein bisschen teuer, glaube ich. 40 kostet 3 Millionen, das kriegen wir auf keinen Fall. Die 54, 1,2 Millionen, das könnte schon eher was sein. Alles so drauf. Hafer wäre ungünstig, Hafer haben wir noch. Haben wir schon zweimal. Die 41 wäre, glaube ich,
Gerste oder sowas. Ja. Würde gehen. Habe ich keinen Ratz angesehen? Nö. Es sollen ja auch Felder sein, die bei mir in der Nähe sind. Das ist das Wichtige bei, dass ich nicht hier ständig überall hinfahren muss. Und zwar die 47 war da, glaube ich, Mais. Aber Mais haben wir schon. Das soll alle Fuselage gedacht sein, da oben das große Feld. Dann könnte man die 47 als Körnermais nehmen. Wäre eine Option. Als 100 Millionen, was können wir als Geld kriegen? Ja, mal leider mal. Oh, das ist endlos. In jedem Feld kriegen wir neue Kreditrahmen. Ne? Also 1,5 Millionen brauchen wir. Wie gesagt, wir müssen sehen, je früher wir expandieren und mehr Felder wir haben, umso mehr können wir verdienen. Das ergibt nicht, das ist schlecht. Wir brauchen noch Gerätschaften für die Lage. Das brauchen wir auch noch. So, 1,2 haben wir fast. Oh, 1,3 kriegen wir. Ja. 1,3, das heißt, wir brauchen was Billigeres. Das kostet die 41. 1,600.000, das wäre verhältnismäßig günstig. 42, 37. Also die 41 und 42 wären sicherlich machbar. So, da ist drauf einmal Soja. Soja ist gut. Haben wir nicht. Als Frucht noch nicht. Die 13 kostet, ja. Die 11, ja. Die 13 wäre schön, aber leider nicht bezahlbar. Die 28 möchte man nicht antun, das ist echt so ein schlechtes Kursblech, sagen wir so. Der mag diese Insel nicht. Also 41 und 42, also nochmal Gerste mit zu, das ist Weizen. Einmal Gerste mit zu, das ist dann ganz okay. Und Soja. Soja gibt es hier in dem Sinne nicht mehr. Gut, dann kaufen wir zwei Felder. Die 41. Und 42. So. Jetzt gucken wir an, wie das aussieht mit der Fruchtstatus. Wachstum ist die 42. Müsste gepflügt werden, aber das machen wir hinterher. Logisch, ne? Jetzt nochmal abernten, ne? Die 41 müssen gedüngt werden, die 42 auch. Das heißt, düngen. Zwei Düngemaschinen brauchen wir. Wo haben wir welche? Na, schon gearbeitet, glaube ich. Ja, das ist schon gut. So. So, drei. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Einschauen. Dann seid mal Tschüss und wir gesehen. Ciao, ciao. Dann hören wir uns gleich wieder. Auf jeden Fall. Tschüss. Bis dann.